Ja, Freunde, da hatten gerade zwei Menschen richtig, richtig Probleme hier, das ganze Ding auf die zweite Etage durchs Treppenhaus zu bekommen. Seht das schon, monströs, zumindest in der Verpackung. Okay, packen wir mal aus, ne? Ja, noch ein kleiner Tipp, bevor es losgeht, Leute. Ihr habt hier an diesen Verpackungen hier unten immer da und da auf beiden Seiten jeweils zwei von diesen Dingern. Der drückt da rein, ich zeige das mal gerade. So, und dann könnt ihr die abziehen und dann ist das Schöne, ihr könnt den gesamten Karton einfach hochheben. Ja, Freunde, so sieht's aus. Einfach den Deckel abheben, der erste Anblick. Ja, ich denke, ist schon mal ganz nett. Dann gucken wir uns mal die Anschlüsse an. Also Netzteil ist klar. Okay, wir haben hier die Komponenteneingänge. Da könnt ihr eben halt solche Geschichten wie Videorekorder, Blu-ray-Player und sowas anschließen oder eben halt nur Audio. Ihr habt einen Digital-Audio-Output für eure Stereogeräte, sprich für euren Verstärker, AV-Geräte. Der ist bei mir leider schon durch PC belegt, sodass wir später hier drüber gehen werden. Okay, wir haben einen LAN-Anschluss für das Internet. Es gibt aber auch WLAN bei der Geschichte. SCART gehe ich nicht drauf ein. Okay, wir haben HDMI in 4. Der ist aber echt spezialisiert hier auf DVI. Dann gibt es hier Infrarot Out. Ich schaue mal gerade, wo ich dieses Teil habe. So, da könnt ihr zum Beispiel hier eben dieses Ding anschließen, um eure Fernbedienung auch auf andere Geräte anzulernen. Und seht ihr hier, habt ihr einen Kopfhörerausgang. Okay, meines Erachtens nicht ganz so wichtig. Was wichtig ist, denke ich, für die meisten, wenn schon so ein Fernseher, dann doch auch HD+. Okay, dann habt ihr hier den Common Interface Anschluss. Und da kommt jetzt hier diese Steckkarte drauf für das CI-Modul, CI+. Und ich denke mal, man braucht es mal aufstecken, machen wir es gerade, dann haben wir es. Ja, okay, dann haben wir hier dreimal USB, jeweils mit einer anderen Spannung, also auch die sind wieder so ein bisschen spezialisiert. Hier oben haben wir 0,5 Ampere, hier 1 Ampere, alles natürlich 5 Volt, ist klar, HDD. Und hier haben wir dann einen speziellen Anschluss für eine Kamera, ist alles so ein bisschen spezialisiert, ähnlich wie hier der ARC, also Audio Rückkanal, wo ihr im Endeffekt den Ton ja, besser drüber bekommt. Und hier haben wir einmal ganz normal HDMI in und dann haben wir eben halt Antennenkabel für die Leute mit ja, Kabel oder Antenne. Und hier haben wir entsprechend den SAT-Anschluss. Ja, das ist es gewesen, bis auf eine Kleinigkeit. Hier unten rechts am Fernseher gibt es noch, ich sage mal, so eine Art Joystick, wo ihr an ausschalten könnt und hier rechts, links, rauf, runter auch noch Funktionen zur Verkabelung. Direkt am Anfang ein Tipp, macht euch irgendwie so einen Projektierungsplan, was ihr machen wollt, wie ihr es machen wollt und wie ihr es anschließen könnt und bestellt euch die Kabel im Netz. Denn hier vor Ort im Elektrofachmarkt, das ist dreifacher Preis, also das mal dazu, nehmt gute Kabel. Ich habe einen USB-Stick angeschlossen, gucken wir uns später an, verschiedene Dateien draufgespielt. Schauen wir mal, ob er das erkennt, ob er das sortiert, wie auch immer. Ich habe eine HDD-Festplatte angeschlossen, die liegt hier, okay. Die Wii habe ich hier über die Komponentengeschichte. Warum? Ich konnte Audio-Out an der Komponente, hat nicht korrespondiert mit meinem Verstärker. Deswegen bin ich über Optical gegangen, musste das vom PC wieder umändern auf digital, entsprechend in meinen Verstärker rein. Okay, PC eben halt über DVI zu HDMI, bekommt er volle HD-Auflösung, superklasse Bild, habe ich schon ausgetestet. Und ein LAN-Kabel, ich habe zwar auch WLAN ganz in der Nähe, aber LAN ist ja immer noch die sicherste Variante, wenn das darstellen könnt. Ja, okay, Freunde, schalten wir mal ein. Und wenn ihr ein System, wenn ihr das Ganze vom Netz genommen habt, dann dauert das immer einen Moment. Dann habt ihr hier so ein, wie so eine Art Neustart. Ansonsten geht das ganz fix, wenn das einmal geladen ist. Das könnt ihr auch gleich sehen. Er lädt jetzt im Endeffekt die TV-Programme nochmal. Okay, aber ihr seht schon, das Bild ist richtig, richtig gut. Und ich zeige euch jetzt erstmal, wie verhält sich der interne Receiver. Ist das schnell? Ist das langsam? Okay, wir gehen mal einfach hier drauf. Okay, dann nehmen wir jetzt einfach mal Programm Plus-Minus-Taste und schauen mal. Ihr könnt wirklich jetzt live dabei sein. Ihr müsst immer rechts unten in die Ecke, dort ist entsprechend der Empfänger für die Fernbedienung. Das ist so ein bisschen leidig, aber immer noch sehr gut, ihr seht das. Also Umschaltzeit für einen internen Receiver richtig, richtig gut.
auch zurück. Ja, okay, das mal zu der Umschaltzeit. Schauen wir uns mal das Hauptmenü selber einmal an. Und zwar habt ihr hier mal in Mitte diese farbige Taste. Okay. Und da habt ihr oben eben halt diesen Reiter rechts links und da könnt ihr rechts links schauen. Hier habt ihr eben halt eure App-Seite, unheimlich viel zu machen. Ihr könnt euch zusätzliche Apps runterladen. Also ich persönlich finde es sehr, sehr gut. Ich habe es gestern mal ausprobiert. Gehe ich aber, denke ich, jetzt nicht näher drauf ein. Schauen wir mal, wie wir noch Zeit haben. Okay, hier könnt ihr mal auswählen, rauf, runter und so weiter. Diese Geschichten, das kennt ihr aber. So, jetzt schauen wir mal hier. Haben wir die sozialen Netzwerke, wenn ihr, also ich habe alles gesperrt und bin alles, habe alles auf ausgestellt, aber wenn ihr hier euer Facebook-Konto, euer Twitter, Skype, was auch immer, könnt ihr alles machen, ist super gut und vor allen Dingen, wenn eine Nachricht kommt, wird auch aufgeblinkt und zeigt ihr euch rechts unten an. Okay. TV haben wir uns gerade angeschaut beim Eingang, okay. Dann haben wir hier eben halt kostenpflichtige Inhalte, könnt da drauf gehen, aber 9,99 Euro, um da so einen Film zu gucken, macht meines Erachtens ganz, ganz wenig Sinn. Okay, und hier habt ihr eure persönlichen Inhalte, TV-Aufzeichnungen und diese Dinge halt. Ja, okay, Freunde, schauen wir uns mal so ein bisschen das Menü an. Es gibt hier eine Taste Source, nennt die sich. Damit kommt ihr an die einzelnen Anschlüsse, die ihr gelegt habt. Hier eben halt TV, der Antennenanschluss, hier der PC-Anschluss. Okay, da dürfte jetzt ein Bild von meinem PC kommen. Okay, dann habt ihr externen Anschluss, dann haben wir AV. Da dürfte jetzt eigentlich die Wii erscheinen, so wie ich euch das gezeigt habe. Genau, das ist die Wii-Komponentenanschluss. Schauen wir weiter. USB und ich habe eine HDD-Festplatte, habe ich euch gezeigt, angeschlossen. Die habe ich auch schon formatiert. Okay, gehen wir mal wieder einfach an der Stelle zurück auf TV, ins Hauptmenü rein. So, ihr seht das jetzt hier und könnt dann im Endeffekt auf TV gehen oder sonst was oder oben komplett einmal auf das Menü, was ihr haben möchtet. Die Apps, was auch immer. Okay, jetzt gehen wir einmal im Menü und schauen uns die Menüführung an. Auch die ist meines Erachtens richtig, richtig gut gemacht. Besser kann man es nicht machen. Ich drücke mal die Menütaste. So, dann haben wir hier die Bildeinstellungen, brauche ich glaube ich nichts zu sagen. Wir haben die Toneinstellung, bei der Toneinstellung sage ich was zu. Wenn ihr die Lautsprecher abstellen wollt, externe Lautsprecher verwenden wollt, dann müsst ihr hier einmal rübergehen und einmal habt ihr hier die Möglichkeit, die Lautsprechereinstellung zu wählen und dann zu sagen, okay, Lautsprecher, TV-Lautsprecher oder die andere Variante ist dann eben halt ein externer Lautsprecher. Senderempfang gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, auf diese Geschichten. Da seht ihr, was machbar ist, entsprechend bis zu Favoriten. Ihr könnt Sender löschen über den Programmmanager und so weiter, verschieben. Schauen wir aufs Netzwerk, das ist sicherlich wieder die interessantere Variante und da gehe ich wirklich da mal rüber. Ihr könnt hier den Status abfragen, der dürfte aber gegeben sein. Okay, Netzwerkeinstellungen könnt ihr machen und hier ist eben halt Wi-Fi direkt für euer Handy oder andere Geschichten. Und okay, wir können die Netzwerkeinstellungen einmal aufrufen, dann seht ihr das auch. So, und ich habe jetzt wie gesagt Kabel eingestellt, ihr habt aber die Möglichkeit hier zu wählen. Wir machen das einfach mal gerade eben für euch, gehen auf drahtlos. Ja, das ist mein Heimnetzwerk, könnte ich jetzt anwählen und damit wäre das Ganze auch wirklich erledigt. Dann gehen wir mal auf die Smart-Funktion. Bei den Smart-Funktionen, okay, Einstellungen eben halt der TV-Programme seht ihr, App-Einstellungen, Einstellungen der sozialen Netzwerke, was wollt ihr da an Nachrichten durchlassen und so weiter. Dann gibt es den Sportmodus, den Anzeigenverlauf, den könnt ihr entfernen. Samsung-Konto müsst ihr euch einrichten, wenn ihr kostenpflichtige Inhalte abrufen wollt und Benachrichtigungen halt. So, im System haben wir diese ganz normalen Dinge, Ökolösungen und so weiter. Gerätemanager könnt ihr aufrufen an dieser Stelle. Da könnt ihr eben halt eine Tastatur und entsprechend über die USB-Anschlüsse eine Maus anschließen, wenn ihr das wollt. Und dann hier die Fernbedienung ein. Das ist die Geschichte, wo ihr die Fernbedienung für andere Geräte entsprechend kalibrieren könnt mit diesem Infrarotkabel. Schauen uns nochmal im System um. Gerätemanager, Ökolösung. Das wird wahrscheinlich irgendeine Energiesparding-Geschichte sein. Okay, die Unterstützung. Ihr habt hier die Bedienungsanleitung auch auf dem TV drauf. Sorry, habe ich vergessen. Also die Bedienungsanleitung.
und die ist hier sehr gut strukturiert. Habe ich gerade schon mal eben ganz kurz reingeguckt. Ihr seht das hier, Anschlüsse, erste Schritte, ne, Steuer des Fernsehgerätes und so weiter. Alles gut gemacht, bebildert noch und so weiter. Ja, okay, Freunde, schauen wir uns vielleicht gleich mal hier die Schnelltasten an. Also es gibt eine Taste Guide, die drücke ich jetzt gerade mal. Okay, da seht ihr hier eben halt den TV-Guide, könnt ihr euch aufrufen und darüber auch die Aufnahme steuern übrigens. Okay, gehen wir mal raus an der Stelle. So, dann haben wir eine Infotaste, klar, entsprechend, um zu sehen, was ist das für ein Programm, was kommt als nächstes. So, dann haben wir entsprechend auch eine Search-Taste. Die machen wir gerade mal, das machen wir mal gemeinsam einmal durch. Okay, hier oben könnt ihr dann mittels Fernbedienung eben ein paar Dinge eingeben. Ich gehe jetzt mal der Einfachheit halber, gebe ich mal WDR ein und dann schauen wir mal, ob er das entsprechend, wie schnell er das dann auch findet. Suchen mal. Okay, da oben habt ihr jetzt eben alle WDR-Sender, die er jetzt gefunden hat. Und könnt dann entsprechend hier runtergehen und sagen, okay, sucht euch euren Regionalsender aus. Dann schauen wir uns noch eine Taste an, das ist die Pre-Channel-Taste. Okay, die kennt ihr, wo ihr im Endeffekt wieder auf den alten Sender zurückkommt, wenn ihr dann wieder drückt. Ihr könnt immer so zwischen zwei Sendern hin und her springen. Ja, falls ich noch nicht gezeigt habe, es gibt eine Channel-List, das will ich euch aber nicht zeigen, sondern folgendes. Es gibt hier jede Menge HD-Sender, die ich eingestellt habe und wollte euch gleichzeitig dazu was sagen. Also, ich gehe jetzt hier mal auf ein Programm, damit ihr auch mal richtiges HD entsprechend vom TV sehen könnt. Okay. Er muss jetzt noch über die Flanke. Ja. Also das nochmal zu dem HD-Bild. Ich mache mal gerade den Ton weg. Also ihr seht das. Glasklar, gestochen scharf. Dann haben wir hier noch eine Taste Tools, die ist gut. Die drücke ich gerade mal. Und da sehen wir jetzt auf der rechten Seite eben halt die Schnellmenü-Einstellungen. Ihr habt den Bildmodus, da gehe ich gerade mal drauf. Ihr habt eben halt hier Standard, wenn man jetzt verändert, ihr seht, das verändert sich. Mit mehr Farbe, dynamisch, Standard. Es gibt natürlich auch ein wenig mehr Farbe als Standard und Film, wo dann die Farbe weggenommen wird, wenn im Film selber schon viel Farbe ist. Okay, aber mit der Standardeinstellung kommt ihr klar. Dann gibt es das Bildformat. Hier haben wir eben halt die automatische Breite eingestellt. So, und hier kann man jetzt wählen auch nochmal auf 16:9, auf Breitenzoom und auf Zoom. Bei Zoom seht ihr dann schon, ist ein bisschen unnatürlich, aber wer die Balken ganz weghaben will, bei Breitenzoom bekommt ihr diese CinemaScope-Balken bei den Kinofilmen zum Teil weg. Bei Zoom bekommt ihr sie dann ganz weg und 4:3, glaube ich. Macht ja gar keinen Sinn. Nochmal die Taste gedrückt. Einmal auf OK. Ja, okay. Da habt ihr eben halt einen Samsung Webbrowser. Könnt ihr machen mal, ob wir das hinkriegen hier mit der normalen TV-Fernbedienung. Okay, mache ich gerade mal. Und dann steht hier Webbrowser öffnen und dann gehen wir auf OK. Ja, ihr seht also MSN Startseite. Komm, ich gehe nochmal auf Source und wähle nochmal den Stick an. Ist offensichtlich nicht passiert. Okay. Jetzt gehen wir einfach mal auf alle Inhalte und schauen mal. Ich habe so wild was draufgespielt, Videos mit allen möglichen Formaten, Bilder. Und schauen wir mal, wie sortiert er das bei alle Inhalte. Da wird das alphabetisch sortiert, wir sehen das hier, einmal eben halt mit dem Ordner ACDC, da habe ich einen ganzen Ordner drauf gespielt, wählen wir den einfach mal an, da schauen wir mal, wenn er es auflöst, ja, macht er. Alle Inhalte. Okay, ihr seht, das Laden ist in einer akzeptablen Zeit, sind 32 GB, ich weiß nicht, was ich drauf gespielt habe, okay. Dann nehmen wir einfach jetzt hier mal ein Format, er zeigt euch das an, das ist MP4, also nicht HD, schauen wir mal. Ja, also ich denke, auch diese Qualität, ne, ist ausgezeichnet. Ich habe das aus HD-Material erstellt, dieses Video seinerzeit von Venedig. Aber es ist, wie gesagt, nicht Full HD, nicht 1080p. Aber ich denke schon, sehr genial gemacht. Und ich denke mal, das Bild ist wirklich begeisterungsfähig, das muss ich wirklich sagen. Ihr habt jetzt hier mal noch so ein bisschen den Schleier vielleicht von der Kameralinse. Aber wir sehen schon, also das ist richtig, richtig gut.
Ja, vielleicht zur Fernbedienung, ne? Ihr habt hier unten diese ganzen Tasten Play, schneller Vorlauf und Aufnahme und diese Dinge alle hier drauf. Also hier könnt ihr das Ganze vollwertig wirklich steuern, diese Filme. Also auch das hier ist gut gemacht. Jetzt nicht auf den Müh genau, also wir machen es gerade mal. Wir gehen hier mal auf die Schnelllauftaste drauf. So, immer so in Richtung Fernseher halten. Okay, dann könnt ihr die Geschwindigkeit entsprechend anpassen und wieder auf Play gehen und dann seid ihr wieder da. Okay, jetzt spiele ich euch mal eine Full-HD-Aufnahme ein und dann schauen wir mal, ob dann nochmal ein Tick besser ist, die ganze Geschichte. Ja, also ich denke, ist kaum ein Unterschied sichtbar, aber nochmal, auch diese MP4-Datei ist aus HD-Material gewesen. Aber nochmal, absolut geniales Bild, also besser geht es wirklich nicht. Also ich bin total begeistert, ihr merkt das. Also ich mache das hier immer jungfräulich mit euch, weil ich auch will, dass ihr seht, okay, ne, man kommt also relativ schnell mit dem Gerät zurecht. Es ist selbsterklärend, das ist ja auch immer ganz wichtig. Man will ja nicht da irgendwo sich Probleme schaffen, indem man sich so ein Gerät kauft. Schauen wir mal nach Fotos. Ich habe jetzt hier extra so Panoramafotos auch aufgespielt, um mal zu schauen, okay, wie sieht das denn im Panorama aus. Nehmen wir einfach mal hier das erste und schauen wir mal. Ja, hier haben wir also natürlich klar Panorama, das habt ihr auch im PC und überall einen breiten Rand. Und könnt hier, so hiermit könnt ihr entsprechend auch ganz normal mit der Taste weiter euch andere Aufnahmen anschauen. Also ich finde auch das, das war jetzt nicht die höchste Auflösung bei den Fotos, weil bei den Panoramas immer etwas komprimiert wird in der Auflösung. Okay. Ja, aber nochmal, ihr seht's, ne? Also auch das eine klasse Geschichte, um sich Fotos anzugucken. Mal so richtig in groß, nicht am PC. Macht Spaß. Okay, schauen wir mal nach Musik vielleicht noch. Mache ich das hier mal. Und dann schalte ich den Ton wieder ein. Ich hatte den auf stumm gestellt. Und jetzt machen wir mal lauter. Dann seht ihr auch mal so ein bisschen die Lautstärke. Ja, original Lautstärke. Und dann gehen wir einmal auf die Festplatte und jetzt wird er sagen, okay, keine Inhalte gefunden. Aber wir können mal oben auf Optionen gehen. Okay, dann könnt ihr eben halt hier dann mal auf Gerät wählen und dann seht ihr, okay, ihr könnt jetzt hier formatieren, wenn ihr wollt, hier über diese Schiene. Ihr könnt hier das Gerät einmal prüfen, ob es eben geeignet ist. Einen Leistungstest machen, beziehungsweise hier unten auch nochmal Standardaufnahmegerät ist schon eingegeben. Ansonsten könnt ihr hier verändern und sagen, okay, ihr wollt jetzt lieber auf einem anderen Gerät, wenn ihr mehrere angeschlossen habt. Okay, wir gehen einmal hier auf Gerät prüfen, schauen wir mal. Okay, es ist für Aufnahme freigegeben und ihr seht oben von den 372,5 GB sind bis auf 200 MB alles verfügbar, weil die 190 MB waren das exakt. Da hat er ein kleines Sicherheitsprogramm drauf gespielt, Digital Right Management, DRM. Heißt also, ihr könnt das wirklich nur hier an dem Samsung angucken. Und wir machen jetzt mal Folgendes, wir gehen mal direkt, machen eine Direktaufnahme und schauen mal, wie das Ganze wird. Also ihr habt hier unten natürlich auch auf der Fernbedienung, sorry, die Lichtverhältnisse sind etwas schlecht, die rote Aufnahmetaste und könnt hier einmal drauf drücken, machen wir gerade. Okay, dann seht ihr oben, die Aufzeichnung beginnt. Lassen wir ruhig mal jetzt wirklich da 10, 15 Sekunden laufen. Und gehen wir hier einmal auf die Stopptaste. So. Wollen die Aufnahme beenden, okay. Und jetzt haben wir oben direkt die Möglichkeit, eben halt zur Wiedergabe zu wechseln oder zu Browser. Wir gehen einmal auf Browser, wollen uns das ja nochmal angucken, was auf der Festplatte drauf ist. Okay, da haben wir hier diese Geschichte, die Aufnahme. Schauen wir mal. Nochmal aktivieren. Ja, na, also ihr seht,
das, was wir getan haben, läuft tadellos. Das jetzt mal zur Direktaufnahme und zeige euch auch gleich noch eben das Löschen. Ist auch, denke ich, einfach zu machen. Wir gehen einmal oben auf Optionen. Und wählen hier Entfernen aus. Okay, jetzt müssen wir noch die Datei auswählen. Nehmen wir die und dann gehen wir wieder rauf und auf Entfernen. Und nochmal ja. Aufnahme, also ihr geht einfach auf den Guide über also die, ich sage mal, Fernsehzeitung hier auf dem Fernseher. Okay, dann schauen wir mal. So, jetzt nehmen wir irgendwas hier. RTL, nehmen wir mal Punkt 12, sonst irgendwas. Geht einmal hier unten auf die Aufnahmetaste, hier unten die rote wieder. Okay, dann sehen wir, er hat das entsprechend auch programmiert. Na, ihr könnt dann oben, hier, wenn ihr die rote Taste Schnellnavigation drückt, machen wir gerade mal, habt ihr eben auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ihr seht oben links heute und dann könnt ihr hier auch auf morgen gehen, übermorgen und was weiß ich, übermorgen und das Ganze weiterspielen, soweit ihr Informationen zu den Geschichten findet. Das haben wir programmiert, die Geschichte hier RTL. Und wenn wir jetzt auf den Programmmanager gehen, das ist diese gelbe C-Taste, dann haben wir hier in der Programmierung noch die Möglichkeit, hier die ganze Geschichte noch weiter zu verfeinern, eben halt auf Bearbeiten gehen und können dann sagen, okay, Satellit, RTL und so weiter. Da das Thema Aufnahme für viele immer ungeheuer wichtig ist, wie ich festgestellt habe, gehen wir hier oben nochmal auf Programmierung, okay, dann sehen wir hier Aufnahme programmieren und hier könnt ihr ganz individuell euch die Dinge programmieren, die ihr gerne wollt. Satellitenempfang, denke ich, ist klar. Ihr könnt hier den Fernsehsender eingeben, den ihr haben wollt, aber auch das lassen wir einmal weg. Und hier habt ihr eben halt auch die Möglichkeit, wiederkehrenden Turnus zu sagen, okay, Samstag bis Sonntag, Montag bis Freitag manuell oder täglich entsprechend hier. Und dann seht ihr, die Häkchen sind auch alle drin. Das dazu, ich denke, damit haben wir jetzt diese ganze Thematik mit Aufnahme vollständig. Unten links habt ihr, seht ihr alle Inhalte, dann gehen wir da mal drauf. Und hier habt ihr eben halt die Möglichkeit zu sagen, okay, einmal von dem Data Traveler, schauen wir mal, was da drauf ist. Aber ihr könnt auch hier Dropbox mit verbinden über AllShare oder OneDrive, wenn ihr da einen Account habt, ne, oder eben halt eure Fotokamera, die angeschlossen ist, euer Handy, was weiß ich was, über MHL müsste es funktionieren, direkt aufrufen. Okay, hier dann eben halt Geräte in der Umgebung. Ja, okay, Freunde, wie bekommt ihr die Inhalte von eurem Mobile, von eurem Smartphone hier auf euren Samsung? Ist relativ einfach, ihr geht unter eben halt meine Videos und so weiter, diese Geschichte hier, dann unten einmal links auf alle Inhalte. Aktiviert das Ganze und jetzt müsstet ihr bei mir sehen, okay, hier ist schon das Samsung Mobile drin, also das Note. So, und auf eurem Mobilteil funktioniert das folgendermaßen. Ihr geht unter weitere Einstellungen und dann geht ihr hier unter Geräte in der Nähe. Das ist da. Okay. Dann müsst ihr oben den Datenaustausch aktivieren und dann bitte nicht verzweifeln, das dauert eine ganze Ecke. Ich würde mal sagen, gefühlt 3 Minuten. Irgendwann kommt hier ein Fenster, dass es zugelassen wurde. Und jetzt gehen wir mal auf die Liste der zugelassenen Geräte hier. Und da sehen wir, okay, da ist der Samsung, der LED 75 drin. Okay, gehen wir mal auf Abbrechen. So, und jetzt schauen wir mal. Es gibt also freigegebene Inhalte, die kann man auswählen, ob man nur Fotos, Videos, was auch immer freigeben möchte. Das dazu. Ja, okay, schauen wir uns das mal an. Aktivieren wir das Ganze mal. So, dann müsste er jetzt die Ordner anzeigen. Ja. Ja, gehen wir ruhig mal drauf. Schauen wir uns mal die Ladezeiten an und so weiter. Okay, ich hatte es schon mal aufgerufen, deswegen geht es schneller. Ansonsten dauert es so lange wie immer, so groß wie euer Kontingent da ist, wie viel ihr da drauf habt. Okay, nehmen wir einfach mal irgendwas hier. Ja, okay, schauen wir mal, was da so drin ist. Okay, auch hier ist die Ladezeit schneller. Also es dauert normalerweise, wenn ihr wenn ihr es das erste Mal macht, dann dauert das eine ganze Ecke länger. Okay. Ja, hallo Freunde, schauen wir mal, wie das Bildschirmspiegeln geht. Also hier bei mir Ultrabook auf den
Samsung. Es gibt Geräte, die funktionieren nicht, wie zum Beispiel mein Galaxy Note, ist ja schon 2 Jahre alt, ne? Muss ja immer was Neues machen, aber das S3, S4 habe ich gesehen, geht auf jeden Fall. Okay, dann schauen wir hier mal rein, wir gehen hier auf Geräte, wir gehen hier einmal auf Projizieren, Bildschirm, und dann nehmen wir einfach hier unter Windows 8 drahtlose Anzeige hinzufügen. So, jetzt müsste der suchen. Jetzt mache ich zeitgleich Folgendes am TV, ihr könnt das sehen. Ich gehe auf Menü und gehe hier einmal auf Netzwerk. So, und bei Netzwerk nehme ich die All-Share-Einstellungen. Okay, und dann Screen Mirroring. So, und jetzt müsste der eigentlich hier in seiner Suche, wir sehen das hier. Ja, den Samsung TV hat er gerade gefunden. Und jetzt sollte beim Samsung TV auch mal irgendwann eine Nummer erscheinen, beziehungsweise wir gehen hier vielleicht mal drauf. Okay. So, jetzt sagt er hier auf dem TV eben halt diese Nummer. Ja, okay, die Nummer ist drin. Jetzt gehe ich einmal hier auf Weiter, unten auf meinem Ultrabook. Und jetzt sollte gleich eigentlich irgendetwas passieren. Ah ja, okay, da steht's. Verbindung mit Mr. Bullfish. Mr. Bullfish ist jetzt verbunden. Und jetzt sollten wir eigentlich... Ja, okay, na, ihr seht, das ist jetzt 1:1. Das Ganze ist verbunden. Ja, schauen wir mal, die Anzeige ist also richtig, richtig gut. Ihr seht das, ich hatte das mal so halb oder gehen wir ein bisschen weiter weg. Na, also das wird richtig gut dargestellt. Ja, Freunde, machen wir noch Wi-Fi direkt. Ist auch im Menü unter Netzwerk, findet ihr dort. Okay, dann gehen wir einmal auf Wi-Fi direkt. Wählen das mal an. So, jetzt sucht er nach Geräten. Wir müssen natürlich ein Gerät aktivieren. Ich nehme mal hier das Smartphone. Okay, gehen wir einmal auf Wi-Fi direkt. So, dann schauen wir mal, ob er hier was erkennt. Ja, okay, er sagt mir zumindest hier schon mal sehr schnell, da ist der Samsung. Gehen wir einfach mal drauf. Okay. Und dann sagt er uns hier oben, ob eine Verbindung angefordert wurde. Eine Verbindung angefordert, wollen wir das Ganze herstellen. Okay, das machen wir dann. So, und jetzt haben wir das ganze Ding schon verbunden. Ja, fragt sich der kluge Betrachter oder der eine oder andere, was wollen wir denn mit diesem Wi-Fi direkt? Okay, ich zeige es euch kurz. Also, zum Beispiel macht ihr die Fotogalerie auf eurem Smartphone, geht hier auf so ein Foto und jetzt habt ihr hier oben, da, an dieser Stelle, hier, einen weiteren Button. Den könnt ihr jetzt drücken, das ist nämlich der Wi-Fi direkt Button. Den drücken wir einmal und dann sollte das eigentlich ans TV gesendet werden. Okay. Machen wir es mal. Ah, okay. So sieht's aus. Ganz am Anfang sagt er euch einmal zulassen, danach nicht mehr. So, und dann habt ihr das Foto entsprechend hier auf dem Großen und könnt es euch da angucken. Wi-Fi direkt. Ja, vielleicht noch etwas zur App Smart TV Remote. Könnt ihr euch im Play Store runterladen. Dann relativ einfach selbsterklärend. Seht ihr hier, da ist der Fernseher schon drin, hat er gesucht. Einmal auf Suche gehen. Okay, da steht Smart TV, da können wir mal drauf gehen. Okay, dann habt ihr hier die ganzen Menüfenster eben halt, die ihr auch auf eurer Fernbedienung normalerweise habt. So, mal eben schauen. Ja, ihr könnt oben hochgehen, könnt sagen, okay, wir ändern das mal ab hier. Also das ist schon richtig gut. Diese App hat auch eine sehr gute Bewertung, also die kann ich euch wirklich empfehlen. Also das war wirklich selbsterklärend. Ihr habt das gerade auch ein bisschen mitgesehen. Ne? Einfach sagen, okay, hier einmal auf Suchen gehen und sagen, macht das. Okay, also das funktioniert reibungslos. Smart TV Remote heißt diese App. Super zu handeln. So, an dem Platz, wo ich üblicherweise sitze, sage ich jetzt das letzte Mal okay. Und das letzte Mal, liebe Freunde, und ziehe mein Fazit. Also bei dem TV hat es gerade eben in den letzten Tagen einen großen Preisverfall gegeben von 2,8 rund auf 2.500 Euro. Und ich denke, das ist das TV auch wert. Nicht nur wegen der Größe. Die Umschaltzeiten funktionieren wunderbar. Die Installation habe ich euch nicht gezeigt, aber Sendersuchlauf 3 Minuten, 4 Minuten Update, alles war okay. Der interne Receiver taugt wirklich was im Gegensatz zu vielen anderen TVs. Die Zugriffszeiten auf die einzelnen Schächte wie USB, wie die HDD-Festplatte und so weiter hervorragend. Aufnahme funktioniert auch tadellos, auch wenn ihr die Aufnahme nur am Samsung gucken könnt und nicht auf anderen Medien. Wir haben Wi-Fi direkt getestet, auch das problemlos.
das Spiegeln von anderen Bildschirmen. Ihr habt die Inhalte von Windows 8, die Kacheln gesehen. Glasklar, richtig gut. Ich habe auch ein bisschen rumgespielt. Toll. Wir haben WLAN auch, funktioniert ausgezeichnet, kommt natürlich auf eure Verbindung an. Wir haben die Bildformate, die bei manchen TVs in dieser Größe nicht verstellbar sind. Also die ganze Funktion, auch Fernbedienung, Schnellwahltasten etc. pp. Alles super. So, ich hoffe, es hat euch nicht zu lange gedauert, aber ich denke, bei den vielen Supportanfragen, die ich bei dem letzten TV bekommen habe, habe ich euch jetzt ein bisschen mehr eingestellt noch zu den ganzen Geschichten, Menüführung und so weiter. Ist ja nicht jeder so der Crack da drin. Okay, was ich noch gemacht habe, ich habe so eine Hintergrundbeleuchtung gemacht, das habt ihr gesehen in der einen oder anderen Szene. Ihr habt mich jetzt 3 Tage begleitet, also macht euch da keine Illusionen, bestellen, hinstellen und gut, sondern man muss sich wirklich mal 3 Tage mit dem Gerät beschäftigen und jetzt läuft es bei mir rund mit CE+-Modul, mit HD+ und diesen ganzen Geschichten. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Daumen hoch bitte nicht vergessen oder bei Amazon die Hilfreich-Funktion. Wünsche euch alles Gute. Bis dahin, euer Mr. Wolfish.